Das LWL-Museum für Archäologie in Herne ist das zentrale Schaufenster der Archäologie in Westfalen. Mit seiner einzigartigen Konzeption und Gestaltung gehört es zu den modernsten Museen in Europa. Das LWL-Museum für Archäologie ist das Westfälische Landesmuseum. Es ist 2003 hier am Standort in Herne neu errichtet worden und zeigt die Landesgeschichte aus der Sicht des Archäologen. Man geht unter die Erde, die gesamte Ausstellungsfläche hier ist unterirdisch, geht durch das Spannendste, was die Archäologie zu bieten hat, nämlich durch eine Ausgrabungslandschaft. Eine Reise durch die Jahrtausende beginnt. 250.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Westfalen erwarten die Besucher in der Dauerausstellung des Museums. An dieser Stelle sind wir jetzt an einem Großsteingrab aus Warburg, aus dem Kreis Höxter. Hier haben die Menschen um 3400 vor Christus ihre Toten bestattet in einem riesigen Grab. Und zwei der Skelette, die die Archäologen ausgegraben haben, sind hier zu sehen. Ob Steinzeit, Römer, Germanen oder Spuren aus der Welt des Mittelalters. Geschichte aus der Perspektive von Archäologen sehen. Dieses Konzept zieht sich durch das ganze Museum. Funde am laufenden Band, über 10.000 sind es im Ganzen. Anhand der detektivischen Arbeit der Archäologen lernen die Besucher Stück für Stück die Geschichte Westfalens und die dazugehörigen Funde kennen. Hier sind wir jetzt bei unserem Rundgang durch die Grabungslandschaft in der Renaissance angekommen. Ganz viele Waren aus aller Welt sind nach Westfalen gekommen. Was gleichzeitig in der Welt passiert, sieht man in diesen Schlitzen in der Wand, unserem Blick in die Welt. Hier beispielsweise die Ruinen von Machu Picchu. Diese Stadt der Inkas haben die spanischen Eroberer nie entdeckt. Entdecken kann man aber jedes Jahr in Sonderausstellungen verschiedene Zeiten und Räume, die wir hier im LWL-Museum für Archäologie präsentieren. In der Dauerausstellung liefern Grabungspavillons vertiefende Informationen zu den verschiedenen Epochen der Geschichte. Die durch moderne Technologien hochentwickelte Wissenschaft stellt ihre neuesten Ergebnisse vor. Die Vergangenheit hautnah erfahrbar. Die Kälte der Eiszeit, das Kampfgetümmel der Sachsenkriege, der Schmutz in den Städten des Mittelalters. Mit allen Sinnen können Besucher an den spannendsten Entdeckungen teilhaben, die Archäologie in Westfalen zu bieten hat. Und wer möchte, kann auch selbst zum Forscher werden. Wir haben vorhin das Großsteingrab von Warburg gesehen und die Funde sind hier verpackt in Fundtüten. Und hier zum Beispiel diesen menschlichen Knochen kann man im Container 5 Anthropologie weiter untersuchen. Hier haben wir beispielsweise den Schädel aus dem Grab von Warburg genommen und forensische Anthropologen haben dazu ein Gesicht rekonstruiert. Oder wenn man hier mal in diese Schublade schaut, kann man feststellen, wie unterscheiden sich die Knochen von Männern und Frauen. Beispielsweise die Beckenknochen unterscheiden sich, beziehungsweise auch die Gehörknöchelchen. Direkt neben dem Museum liegt das Grabungsgelände. Hier kann man selbst zum Archäologen werden. Mit Pinsel, Schippe und Kratzer können Relikte der Vergangenheit wie Schmuck, Waffen oder Knochen freigelegt werden. Unter fachmännischer Anleitung muss alles von den Ausgräbern säuberlich dokumentiert und ausgewertet werden. Veranstaltungen wie diese machen das Museum auch zu einem idealen Vermittlungsort für Schulen und Familien. Das Konzept Geschichte zum Anfassen ist ein voller Erfolg und wird inhaltlich an jede neue Sonderausstellung angepasst. Wer 250.000 Jahre westfälische Geschichte erleben will, der sollte das LWL-Museum für Archäologie in Herne besuchen.